Das alles hier, das soll demnächst aus Deutschland alles verschwinden. Was Kacke! Wieso denn Kacke? Die Industrie verschwindet, sagt der Großmann jedenfalls. Das müssen wir doch verhindern und davor warnen. Ich habe jedenfalls beschlossen, aktiv zu werden und mir schon mal eine Warnweste angezogen, um vor der großen Abwanderung unserer Industrie zu warnen. Unsere Industrie? Gehört die wirklich uns? Also, ich habe jetzt selber keine. Ja, ich habe auch keine. Ist mir gerade ausgegangen. Nun ja, ich habe zwar selber keine Industrie, aber nur, weil wir uns hier alle so schlecht benehmen. Und von der Wirtschaft so eine Kacke wie eine intakte Umwelt, sicheres Leben, soziale Absicherung und so weiter fordern, vertreiben wir die Wirtschaft. Die Industrie und die Leistungsträger der Gesellschaft, die sind dann weg. Wie zum Beispiel der Gutenberg. Erstmal. Und wir haben alle keine Arbeit mehr. Arbeit? Du meinst wohl eher Ausbeutung. Ausbeutung? Na klar, das trifft's viel eher. Und guck dir doch mal an, wo der Großmann überall seine Finger drin hat. Ich schau grad mal bei Wikipedia. Ach, gucke mal. Was ist denn? Dieser Großmann ist echt fleißig, immer im Einsatz. Der sorgt nicht nur dafür, dass wir Strom haben, der ist auch bei der Deutschen Bahn mit dabei, damit wir es auch alle pünktlich zur Arbeit schaffen. Oder falls wir es mal nur mit dem Auto schaffen, der ist auch bei VW. Ach Gott, bei British American Tobacco, Ruhrkohle AG, Soteco, Adex, der RGM Holding, der Messer Group und bei der Hannover Acceptance ist er mit voll beschränkter Haftung immer noch dabei. Siehste, sag ich doch, der kümmert sich wenigstens. Solche Kleingeister, Großmänner wollte ich sagen, brauchen wir. Also ich brauche die nicht. Aber die bringen uns doch nach vorne. Genau, nach vorne in den Abgrund. Solche Leute können echt zupacken, meine ich. Schlagen können sie auch. Er hat ja quasi die verbindliche Pflicht zu schlagen. Naja, wie dem auch sei. Was ist denn, wenn diese netten Herren, ja möglicherweise befinden sich sogar Damen in diesen Reihen, alle abhauen? So nach Afrika zum Beispiel, wo das Klumpenrisiko für die Wirtschaft nicht so groß ist. Und unsere ganze schöne Wirtschaft und Industrie einfach mitnehmen. Die Afrikaner freuen sich bestimmt schon jetzt ein Loch in den Bauch. Die haben eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht mit unseren tollen Konzernen. Meinst du, das wird eine richtig geile Zeit für die? Geile Zeit? Nein, so wird das nix. Eine geile Zeit bekommen wir, wenn wir uns der Großmänner und Kleingeister entledigen. Ach so? Ja, so. Wer sind denn hier die Klumpen? Die Kleingeister, Großmänner, die es einfach mal so riskieren, unseren Planeten für Tausende oder gar Millionen von Jahren zu verseuchen, denen die Menschen scheißegal sind, die die Länder nur als Wirtschaftsstandorte sehen und am Menschen nur interessiert sind, wenn sie diese für ihre Profite ausbeuten können? Oder sind es diejenigen, die genau diese Leute stoppen wollen? Vielleicht ist Stoppen doch die bessere Alternative? Mein Reden. Wenn wir es schaffen, alle Großmänner und Kleingeister loszuwerden und wieder lernen, das Leben zu achten, ja, dann bekommen wir eine richtig geile Zeit. Für alle Menschen. Dann brauche ich also nicht mehr zu warnen? Vor der großen Abwanderung? Davon nicht. Ich denke, da können wir ruhigen Gewissens Entwarnung geben. Na dann.